Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es direkt mal wieder ein neues Video. Gestern kam zwar keins, aber mit den Daily Vlogs muss ich mal schauen, wie ich das schaffe oder machen werde. Werdet ihr ja sehen. Jedenfalls fahren wir heute wieder zum Stall, aber nicht zum Stall, wo wir halt letztes Mal waren, beziehungsweise wo wir eigentlich ja fast immer sind, wo Schradi und so stehen. Heute fahren wir nämlich zu einem anderen Stall, und zwar zu Dini. Den kennt ihr schon mal aus einem Video, was ich schon mal gemacht habe. Da ging es nur um ihn, da war er noch ein Jahr alt oder noch jünger. Und ja, jetzt steht er mittlerweile woanders und da fahren wir gleich mal hin. Da steht auch noch Theo, der ist auch von uns, der ist auch bei uns geboren und halt dann bei uns haben wir ihn halt so aufwachsen lassen bei uns und der ist jetzt halt schon 3 und Dini ist jetzt auch bereits 2. Und da fahren wir jetzt mal hin und ja, machen ein bisschen was mit denen. Und Theo möchte ich halt auch versuchen, jetzt irgendwann dieses Jahr noch zu reiten. Und natürlich werden wir es heute noch nicht irgendwie versuchen oder keine Ahnung, versuchen ihn einzureiten, aber wir werden halt schon mal langsam ein bisschen mit dem anfangen, den halt mit Bodenarbeit oder sowas ein bisschen besser auch an uns zu gewöhnen. Wir sind jetzt hier im Stall schon angekommen und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus und holen die. Ja, Dini hat sich jetzt einfach ein bisschen ausgepowert, mit dem machen wir jetzt aber keine weiteren Sachen, also er ist jetzt fertig. Aber mit Theo machen wir jetzt auch noch ein bisschen mehr, also auch noch ein paar Aufgaben, sage ich mal. Aber Dini ist jetzt erstmal fertig, der ist jetzt auch kaputt und genau, dann holen wir jetzt mal Theo. Also falls ihr euch wundert, wir werden also einfach so ein bisschen, dass man halt weiß, dass man selber sozusagen stärker ist, also über ihm, sag ich mal, Rang steht und dass der dann halt auch vor einem weicht, wenn man zum Beispiel Richtungswechsel macht und wenn man halt nichts macht, dass er halt auch dann einfach so bleibt und zum Beispiel jetzt hier im Roundpad auf der Hand bleibt, wie man will und genau.
jetzt wieder zu Hause. Und das war's auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr habt jetzt auch mal wieder Dini gesehen und allgemein mal den anderen Stall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao.